Hallo und herzlich willkommen zu Slay the Spire. Ein Spiel, was ich schon vor längerer Zeit gespielt habe. Ich habe davon ein Angezockt-Video, also ein einstündiges Angezockt-Video und tatsächlich auch ein Let's Play. 8 Parts oder so waren das auf dem PC. Mittlerweile ist das Spiel auf allen möglichen Plattformen und ich mag das Spiel. Deswegen spiele ich das jetzt auf der Switch. Ich mag das, dass es so portabel macht, es mir mehr Spaß als auf dem PC. Hier in der Aufnahme ist das was anderes, aber ich habe hier auf der Switch schon einen anderen Spielstand. 3 Stunden habe ich da gezockt. Und jetzt starte ich halt einen neuen. Ich habe das Ganze auch auf der PS Vita, glaube ich. Habe ich noch nicht probiert, aber ja, weiß ich nicht. Wenn die Performance nicht stimmt, ist es bei diesem Spiel eigentlich auch egal. Ja. Alles klar. Ich werde hier erstmal einfach ganz locker flockig bisschen zocken. Pro Run werde ich ein Part machen, außer die Runs werden sehr, 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 sehr lange. Hier. Mein Handy eben rauskram. 6.20 Uhr. Muss ich mir die Zeit merken? Ich habe mich noch nicht so reingefuchst. Ich habe heute einfach nur reingespielt, ohne wirklich irgendwie Guides mir durchzulesen, um mir Deck-Kombos irgendwie anzuschauen. Ja. Die Steuerung finde ich gut, ist okay. Die Switch im portablen Modus ist natürlich besser wegen Touch. Ist dann vielleicht sogar ein Tick besser als mit Maus und Tastatur. Dann kann man einfach die Karten rüber flippen. Also hochziehen. Ach. Ja. Ja, wie schon gesagt, ich habe nur 3 Stunden gespielt und damals vielleicht 2, 3, 4 Stunden. Ja, ich bin da nicht allzu bewandert. Was ich nicht schlimm finde. Moment, wie viel Leben hat er? Er hat 15. Müsste ja dann reichen. Und eine Karte. Ich überspringe mal die Upgrades. Ich will erstmal schauen, wie das Deck sich hier ergibt, weil das Aufrüsten, das fand ich jetzt nicht so geil. So, jetzt muss ich am besten einen umlegen. Fuck. Vergessen. Wenn man die anhaut, dann bilden die ein Schild. Ein 6er-Schild, wie es da steht. So. Das Ding ist, der Krieger hier hat eine Fähigkeit, dass am Ende des Kampfes 6 TP geheilt werden. Das ist ganz gut. So geht er wieder von 71 auf 76. Schwächetrank, alles klar. Und Metallschicht.
Ah, Machtkarten. Die sind halt permanente Karten, klar. Die ist nicht schlecht. Die ist aber auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich nehme die. Kämpfen kann man aus dem Weg gehen, muss man nicht. Je nachdem, wie gerade die Items sind. Muss ich mal schauen. Das Beste wäre natürlich, mit möglichst viel HP aus der Sache rauszukommen. Und dann halt die 6 Heilung am Ende des Zuges im Kopf behalten. Man sieht manchmal leichte FPS-Drops, aber jetzt nichts Wildes und auch nicht wirklich spielrelevant. Also das Spiel ist grafisch eigentlich total egal. Ihr seht die Grafik, es ist nichts Spezielles, es ist nicht schön. Es hat so seinen Charme, aber es ist nicht schön. Ja, das finde ich okay. Fragezeichen, kommt einfach irgendein random Event. Es kann ein Kampf sein, es kann aber auch sowas sein. Also ein schwach unspielbar. Das ist. Das ist okay, würde ich sagen. Das hat man dann im Deck. Das ist dann manchmal ein bisschen problematisch. Manche Flüche sind dann doch etwas nerviger, aber verbessere eine Karte. Ich habe nicht so viel. Das ist das Problem. C4 Karten, das wäre nicht schlecht. Ich würde ja gerne auf ein spezielles Bild gehen, auf. Aber man muss halt die Karten dafür haben. Nehmen Zug 4. Ist nicht schlecht. Ich nehm das. Und dann kann ich auch noch eine weitere. Ich würde sagen, das ziehe ich 4 Karten. Ich würde gerne zu einem Shop, aber dann gehen wir nach. Machen wir 2 Kämpfe und dann gehen wir da nach links halt. So, das. Das. Machen wir das so. Wir erledigen die schnell. Ah, okay, dann muss ich es aber hier richtig schnell machen. So. Je nachdem, wie der Run läuft. Verwundbar war 50% mehr Schaden, das wären dann hier 6 Damage. So 2 mehr, dann doch lieber so. Beziehungsweise, ups, fuck, hab mich verklickt. Egal, ist nicht so schlimm. So, dann schnell
Er hat noch 7, das ist okay. Ich habe keine Schwäche bekommen. ZR. Halt am Ende des Zuges ein schwach. Hab ich's? Ah, okay, hab ich. Ja, ist aber kein Problem. Ist durch. Und ich bin mit voller HP aus der Sache rausgekommen. Das ist auch cool. Fertigkeiten kosten 0, wenn du eine Fertigkeit ausspielst, erschöpfe sie. Das ist vielleicht nicht so gut, aber Knaufschlag ist gut. Auf Englisch Pummeling, glaube ich, ne? Pummeling? Pummel... Slash? Oder so? Da... Oh, 2 Karten ziehen. Ja, sehr gut. Ich bin dabei. Fortfahren. Oh, shit. Egal. Mit 10 Blocken. Wir haben bis zum nächsten Zug. Oh. Das ist cool. Dann müssen wir in einen anderen Shop uns umschauen. Im Shop kann man nämlich eine Karte aus dem Deck entfernen für ein bisschen Gold. Und da würde ich diese Fluchkarte gerne ausspielen. Ja, mit der Metallschicht der Karte habe ich relativ etwas relativ Schönes gezogen. Das muss jetzt durch. Dann habe ich 8 Schaden, dann bin ich auf 70 runter. Dann bin ich ein bisschen im Minus, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Schmettern. Mehr kann ich nicht machen. Nichts Cooles gezogen, leider. So, dann hätten wir ihn. Schnelligkeitsanzieher, 3 Karten, unempfindlich, flammender Hieb. Alles ganz geil, das kann man upgraden auf 40 Block. Erschöpft ist, dann sind sie aus dem Spiel für den Kampf. Kann man also nur einmal einsetzen. Es gibt Karten, womit man die aus der Erschöpfung rausholen kann. Das hier müsste ich ja Leben verlieren durch Karten und ich habe keine. Das hier könnte man reintun. Ich würde gerne L Schlag Knauschl. Die kann man halt unendlich, dann müsste man auf das Deck hinbauen. Ich würde sagen, ich überspringe das Ganze. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, immer alles zu überspringen, aber ich glaube schon. Acht Wunden. Oder block ich's ganz? Ich block es erstmal ganz. Ach, ich kann ja immer noch angreifen. Ja, fett. Ja, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ist hier jetzt auf jeden Fall volle Power durchdrücken. Auch wenn der jetzt hier
Durch die Verteidigung kommt immerhin. Wir mussten viel Schaden machen, bevor diese Fluchkarte da anzieht. Nächste Runde ist er tot. Deswegen blocke ich das Ganze. Krieg 3 Damage, bin bei 69 HP. Und wir erledigen ihn. Wir gehen hoch auf 75 HP. Tränke fügt allen 10. Wir sind 3 schwache. Ich würde sagen, die hier kann weg. Lass einen Knaufschlag. Ich gehe diesem Elite-Kampf aus dem Weg. Für 50 Gold kann ich es entfernen. Fetter Scheiß. Ja, dann, ich muss trotzdem. Oh, hier ist noch kein. Hier ist kein Shop. Ich hab. Oh, Kacke. Lagerfeuer kann man sich heilen oder eine Karte upgraden. Hier wären halt auch 2 Lagerfeuer und ein Event. Hier wären 2 Gegner und ein Lagerfeuer. Ich würde sagen, ich. Oder 2 Events. Eben nochmal schauen. Ich würde den zweiten Knaufschlag upgraden. Ich nehme die 2 Events und ein Lagerfeuer. Max TV 5 erhalte Relikte können sehr stark sein. Hochhandkarte 1 TP, das ist natürlich übel, aber ich gehe es ein. Wie komme ich jetzt wie mit X? Ah, okay. Erhalte 1 Geschicklichkeit. Mit Geschicklichkeit kriege ich mehr Block. Okay, ich gehe hier in das Event. Okay. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist neu. Ich habe das gespielt, als es im Early Access war. Und, oh. Ist das eine Karte entfernen? Oh, Jackpot. Ich habe quasi ein Relikt gratis bekommen. Komplett gratis. So, schmieden, dann würde ich sagen, der Knaufschlag. Und, ja. Ich bin tatsächlich nicht so stark. Das Deck ist nicht gut für den Boss. So, jetzt habe ich ein Problem. So, jetzt rollt er sich wieder ein und sein Angriff wird quasi abgebrochen. Dafür hat er 20 Schild. Beziehungsweise ist jetzt weg. Und jetzt hat er 3 Dornen. Das heißt, immer wenn ich angreife, dann gibt's Ärger. Tut's weh. Ach so.
So, alles klar. Geschicklichkeit 3. Jetzt muss ich 40 Damage machen. Das ist ein Problem. Er drückt mir jetzt erstmal. Einen Haufen Damage rein. So, ich habe 12 Verteidigung, er zieht mir 20 ab. Habe ich danach noch 8. Also 8 Damage geht noch durch. Das ist aber nicht das Problem. 10. 6. Das Ding ist, das wäre jetzt am besten einmal kurz zu warten. Bis er, ja, genau, auf den Angriff warten. Damit er in den Verteidigungsmodus geht und der Angriff nicht durchgeht. So, jetzt macht er die Dornen. Das Schild geht weg, die Dornen gehen rein. Die Hälfte haben wir jetzt schon runter. Das ist absolut okay. Knaufschlag, Knaufschlag. Oh, ich hätte blocken sollen. Scheiße. Egal. 16, oh, das ist viel, ey. Acht. Ein Angriff geht durch, also 8 Damage kriege ich. So, jetzt muss ich hier schon durch 50 durch, ey. Fuck, Mann. Oh, fuck. Ja, ich muss echt ein bisschen mehr aufpassen. Das muss ich jetzt einfach durchgehen lassen. So, mit der Geschicklichkeit kriege ich dann auch ganz ordentlich Block. 32. Oh Gott. 10 Damage würde ich. Oh, tatsächlich. Ja, komm. Und zack. Defensivmodus. So. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nur noch 7 HP habe. Ich schau mal. Fuck. Ich krieg halt jedes Mal 3 Damage. Das ist ein Riesenproblem. Erstmal hier ziehen. Das geht das in den Block? Ah, okay. Knapper Shit, ey. Jetzt
jetzt wird's knapp. Wir sind beide am Ende. Und ich kriege ihn. Ja, fett. Mit einem HP. Das Ding ist, wenn man die Karte geklärt hat, dann... dann kriegt man wieder voll HP, glaube ich. Und jetzt kriege ich erstmal ein Relikt. Ein Snacko-Auge. Ziehen hier nur 22 Karten. Wie den Kampf verwirrt. Ah, okay. Ziehe in jedem Zug. Ah, okay. Aber. Oh, Alter. 10 ist natürlich viel. Zehn Heilung ist ziemlich krass. Ich glaube, ich nehme das. Mal schauen. Transformieren. Die ist mir zu blöd. Davon eine und... Ja, komm. So. Was habe ich bekommen? Zorn ist okay. Oh. Ich hab was bekommen? Die beiden und was? Ah, ich habe ein zweites Kampftrance bekommen. Okay. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Alle drei Karten eher so semi-geil, ne? Erstmal das. Das sind 15. Dann blocke ich 1, mach Kampftrance. Das wäre natürlich richtig geil, ey. Ich habe schon eine eingesetzt, ne? Ja. Alles klar, dann... Komm nicht durch. Sehr gut. Das Ding ist... wieso macht das so wenig Schaden? Bin ich irgendwie geschwächt? Wieso mache ich 50%? Ah. Ah, okay, ich verstehe. Flug beendet. Dann hätte ich es anders machen sollen, aber ist egal. Block. Damit block ich es komplett. Das finde ich gut.
Damit will ich 16 Block kriegen. Machen wir das so. So, Zorn. Ich bin ja sogar tot damit. Eigentlich Kampftrance ist schon ganz geil zusammen hier mit Zorn. Ihr seht's, ich konnte da crazy Combos machen. Wenn sie Angriffe sind, ja, also Fertigkeiten dann auch nicht, dann ist egal. Das Ding ist, ich muss eventuell Zorn rausnehmen. Weil das kann ganz schnell schief gehen. Oder Kräfte bündeln. Kräfte bündeln finde ich auch nicht geil. Ich würde tatsächlich Kräfte bündeln gerne rausnehmen. Füge 20 Schaden zu. Verliere Füge. Erschöpft. Erhalte 2 Stärke, das ist geil. Panikknopf. Nee. Nee. Dann eben nochmal die Nahrung mit 1 Stärke, das ist auch geil. Jeder stirbt. Das ist auch geil. Ich würde sagen, ich nehme das mit. Wir nehmen das volle Stärkepaket, weil wir haben voll viel Gold. Ich würde gerne Kräftebündeln rausnehmen und als nächstes Zorn. Nee. Aber eine Karte rausnehmen will ich auf jeden Fall. Zorn ist nicht so schlecht, aber ich glaube, ich nehme die normalen Schläge raus. Ich muss da ein bisschen umdenken, was das Deck angeht. Da muss man ja auch ein bisschen flexibel sein. Das machen wir das so. Ich habe 20 Block. Oh, dann hätte ich was anderes machen sollen. Egal. Ich starte ja schon mit 10 Block. Das habe ich total vergessen. ich schöpfe alle Karten. Ich habe nur Angriffskarten hier. Kampftrance. Das sind alles Karten, die nichts kosten. Das ist geil. Stärke bewirkt, dass meine Attacken jeweils um 1 stärker werden pro Stärke. Die Attacke würde jetzt normalerweise 6 machen. Da ich 3 Stärke habe, macht sie 9. Ich würde... Und Geschicklichkeit ist das gleiche mit Block. So, Metallschicht ist wichtig.
fertig. Die auch. Vier Karten ziehen. Moloch wäre jetzt natürlich geil, aber ich habe nichts. Es ist echt. Ich komme nicht durchs Schild. Das ist super nervig. Zorn. Knaufschlag. Zorn. Knaufschlag. Neun Block. Okay. Das hier, Kräftebündeln, kann ich doch rausnehmen. Mache ich doch als nächstes. Ich setze die ein und kriege ich einen Block mehr, als wenn ich das Schild einsetze. Und das hier ist ja jetzt auch wieder machbarer. Hiermit sowieso ist durch. Heilung auf 72, ein Bluttrank. Rauchbombe, nee. Der Bluttrank heile. Oh. Heilung ist schon wichtig. Flüchten. Obwohl 10%, scheiß drauf. Das wären dann 15 und hier wäre das dann 4 mal 4 sind 16. Das ist natürlich schon abgegradet, ne? Das ist auch geil. Hier ist es im Prinzip egal, was ich nehme. Beide Wege haben das gleiche. Event plus ein Gegner. Opfern. Kräfte binden wollte ich ja opfern. Oder ein Schild. Kräfte binden. Oh Gott. Aber okay. Karte ist weg. Gratis. Sehr gut. Das hier muss ich einsetzen. Den schwächsten von denen. Oh, fett. Hier, damit das schnell durchs Deck. Oh, schade. Aber okay, das ist okay. Drei Stärke. Diese drei Energie oder Mana, ich weiß nicht, wie es hier heißt. Diese drei von drei da. Meine Aktionspunkte. Die kann man auch erhöhen mit Relikten. Auch mit Karten und so. Verschiedene Kombis. Das hier wäre natürlich optimal, aber ich glaube, ich habe das schon eingesetzt, ne? Nee, tatsächlich nicht. Perfekt! Dann würde ich gerne. Das hier geht ja nicht mehr. Ich würde gerne noch einen Schlag machen. Dann
würde ich ein Geschicklichkeit bekommen. Aber dann, nee, ich blocke es lieber. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Blockt nicht ganz alles, aber ist okay. Man kann in Option einen Schnellmus einstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das macht. Wahrscheinlich die Animationen weg. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe gar keine andere Wahl. Zack. Zack. Bisschen zu viel Schaden jetzt. Aber was soll ich machen? Zorn. Zorn. So, der ist schon mal weg. Dann würde ich sagen, Karten ziehen kann ich nicht mehr. Ich nehme das. Dann blocke ich das schon mal komplett. Dann das. Vielleicht ziehe ich noch mehr. Ah ne, ich ziehe ja gar nichts mehr. Stimmt. Ich hätte das hier nehmen sollen. Scheiße, ey. Fuck. Na gut. Moloch hätte ich einsetzen sollen. Ich habe jetzt die Chance, Moloch einzusetzen, was ich auch tue. Zack. 12 Gold und... Ja, komm. Lagerfeuer. Schmieden. Hier gibt es nicht allzu viel Auswahl. Hier kriege ich 3 Block mehr. Hier würde ich 7 Damage mehr machen. Das ist schon sehr gut, aber ich glaube, das ist noch ein Tick besser. Dann komme ich schneller an die Karten ran, die ich haben möchte. Wie ich sehe, kann ich auch direkt noch eins upgraden, wenn ich diesen Kampf hier schaffe. Zack. Ich würde sagen, wir nutzen das Ganze, indem wir... Ah, ich kann ja gar nicht mehr. Okay. Mal das so. Das war eine ganz okay Runde. Verwirrung bedeutet, Mana-Kosten hier sind random, was ein ziemliches Problem ist. Oh, shit. Okay, dann hat sich's erledigt, da bin ich sogar ganz normal bei weggekommen. Das hier hätte ich gerne eingesetzt, aber dafür wäre gar nicht genug Punkte übrig gewesen, regulär. 15, das ist... Nehmen wir es mal so. 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 Und das war's schon. Ist natürlich nicht so geil. Schaden. Damit kann ich deutlich mehr. Jetzt gehen wieder 8 Damage hier. Oh Gott. Wie lange ist man dann für immer verwirrt? Das ist ja richtig blöd. Das hier. Das hier. Das war's.
Moloch ist an, deswegen ist es okay. Ich kann hier von... Oh Gott. Richtig behindert. Verteidigung, damit kann ich auch 5 Schaden machen. Das geht jetzt nicht mehr durch. Ich bin aber bei 22 HP, ey. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Body Slam macht noch keinen Sinn. Das auch nicht. Das hier ist okay, finde ich aber. Moment, Minus ist die Karte. Da ist noch eins, dann... Ich glaube... Ich schlafe hier. Heile mich um 24, das ist gut. Weil oben ist noch ein Lagerfeuer. Das... Zack, Blutviole. Das ist natürlich ganz geil. Ach. Das ist ja gar kein Trank. Wie geil ist das denn? Ich heile mich um 2 vor jedem Kampf. Oh, wie geil ist das denn, ey? Richtig geil. Metallschicht ist gut. Das Ding ist, ich muss das einsetzen. Ich setze es ein, dann kann ich alles blocken. Und Knaufschlag. Zu beenden. Moloch geht nicht. Diesmal, aber hey. So, wäre ja schlauer. Die anzugreifen. Zack. Ihr seht's. Ich komme schnell durchs Deck. Ich kriege aber jetzt richtig viel Schaden. 16. Fuck, ey. Moloch ist okay. So. Dann kriegt er jede Runde 5 Damage. Ein 15er Schild, 18 Damage. Ich habe 4 Schild. Erstmal die Gratis-Dinger hier weg. Zack. Das. Ach so, ich kann ja gar nicht. Gut, machen wir das so. Perfekt. Eventuell kriege ich den jetzt tot. Ja. Ja. Hier, ich mache das mal so. Zack. Nee, Zorn nochmal. Nee. 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 Lagerfeuer. 24, 48, 68. Gibt es denn was, was ich upgraden will? Entflammen möchte ich upgraden.
Machen wir das. Ja, komm. Oh, ich habe gleich schon eine Stunde wieder zusammen. Hier ist noch ein Entflammen. Das ist geil. Oh, im Angebot. Ja, weg damit. Oh shit. Habe ich hier dadurch was? Oh. Oh, das habe ich damit verpasst. Weiß ich nicht. Wie geil ist das denn? Entferne ich eine Karte oder kaufe ich hier was? Block habe ich nicht so viel. Es gibt Barrikade, glaube ich, heißt das. Damit behalte ich den Block. Normalerweise geht der Block am Ende der Runde weg. Was wollte ich entfernen? Eine Kampftrance? Eigentlich ist es egal. Schild und Schlag kann ich jetzt mal langsam abbauen. Machen wir den Kampf, dann das Event und dann sind wir wieder an einem Lagerfeuer. Dann heile ich mich, weil danach kommt, glaube ich, schon direkt der Boss. So. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Trinken wir das einfach. Oh. Brauche ich sowas? Doch, für den Anfang. Das Ding ist, das hat keine Kosten, aber TP-Kosten. Dafür kann ich Entflammen einsetzen. Nochmal Entflammen einsetzen. Das hier ist dadurch deutlich stärker. Ach, ich kann alles einsetzen. Sehr gut, ey. Erstmal das Schild. 21. Kann ich noch Karten ziehen? Ah, tatsächlich. So. So konnte ich noch ein bisschen was rausschlagen zum Preis von 3 HP und kann komplett seinen Angriff blocken. So bin ich wohl besser weggekommen. Würde ich mal behaupten. Dann war's das mit ihm. Nee. Dann machen wir das Event. Erhalte ein Relikt. Ich zahle natürlich. Was haben wir denn hier? Oh, Alter. Ah, nee, für... Ja, verwundbar 1.
ist nicht so viel. Aber immerhin. So, jetzt sind wir wieder bei 63 HP. Machen diese Welt hier noch zu Ende. Und dann beende ich den Part. Flammen auf jeden Fall. Nochmal entflammen. Metallschicht. Für Moloch hat es nicht mehr gereicht, aber immerhin. Block Moloch. Und das. Du kriegst aber einen Haufen Damage, ey. Das Ding ist... Ich schau mal. Das hier ist gut. Ziehen wir mal ein bisschen Karten. Ah, ich kann ja gar nicht Karten ziehen. Okay, das Ding ist, wenn ich die nicht einsetze, verschwindet die 9 Block bzw. 10. Ist das schlimm? Ist ja eigentlich eine gute Karte. Karten ziehen kann ich auch nicht mehr. Scheiß drauf. Die ist halt weg jetzt. Jetzt habe ich ein Problem. Machen wir das erstmal. Nehmen wir das. Ziehen wir. Oh, sehr gut. Ja, machen wir das. Das. Jetzt müsste ich ja die zwei Entflammen ziehen. Oder auch nicht. Hä? Das Ding ist, die Zornkarten müllen halt mein Deck zu. Das ist das große Problem hierbei. Aber ist halt auch gratis Damage. Wie ihr hier seht. Nächste Runde müsste er weg sein. Oh shit. Okay, das war's mit ihm. Zack. Die ist ganz geil, aber nö.
Die ist auch ganz okay zum Heilen. Ich nehme die. Sonst habe ich nichts zum Heilen, ey. So, jetzt haben wir hier 3 Relikte. Mein Deck sieht okay aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt 2 verbessern wollen. Ich nehme das winzige Haus. Ja, fett. Genau das, was ich... Wie geil ist das denn, ey? So, und... Ja, fett. Es gibt noch coolere Stärke-Karten. Oh, was denn jetzt passiert? Na gut. Gerade passend. Ich hoffe, ich komme da wieder ins Spiel, ey. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das ist Slay the Spire gewesen. Bis dann.